So. Das sieht doch fair aus. Wir haben alles, was wir wollen. Bis auf Inseln. Aber billige Kreaturen. Billiger werden sie nicht. Doch, wir haben zwei Zweibrops. Das stimmt. In herausragender Qualität. Es wäre. Ach, keine Ahnung. Wir haben ja eigentlich alles. Wir brauchen nichts mehr. Das wäre ein Forschungsfaser, wäre irgendwie cool, ne? Wir haben sogar die Bored Hostility für das Conduit. Oh. Oh Gott, Fall Emissary. Ah, nein, der ist auch gut. Mit was spielen wir denn jetzt los? Wahrscheinlich mit den Wölfen, oder? Ne, ich glaube schon mit dem Conduit, oder? Falls wir das Mana benutzen können. Willst du ihn dann direkt umdrehen? Das. Zeit gefährlich gegen Blau-Grün. Willst du lieber die Wölfe legen? Was machen wir mit dem Mana? Wir machen halt dann Wölfe und Nagging Thoughts. Ja, ich glaube, das ist okay. Nagging Thoughts ist auch relativ gut für das Rise. Theoretisch, wenn wir den umdrehen, hätten wir danach 7 Mana und könnten direkt schon die Spreading Flames spielen. Geil. Wenn wir noch ein Land ziehen. Und die Wölfe greifen halt besser an. Viel besser. Ja, wir sind jetzt nicht hier im Agro-Business auf einmal. Naja, ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Vielleicht Doppelblockt. Ja, das wäre schon spannend. Ja. Müssen wir ihm First Strike geben, oder? Und plus 3 plus 0? Ich würde sagen, First Strike. Oder gibt es hier noch irgendeine andere Variante, die gut ist? Könntest halt Bouncen und Wölfe spielen. Und er hat nicht viel zu bieten. Und Wölfe. Dann würden wir nächste Runde halt einen besseren Angriff haben. Bock. Ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt auch keine Lust, 4 Mana auszugeben, um was zu. Ich glaube, es ist okay. Das Duin benutzen wir eh nicht viel besser. Und dann haben wir ihn zumindest in Friedenfrüchtern. Just Duin benutzen wir also eh nicht viel besser, ja? Meinst du? Ich glaube jetzt, wo er. Sorcery Speed Bounce? Erstmal Instant Speed? Ja, aber im Prinzip. Vom Gameplay her war es Sorcery Speed. Ja, ich meine, im Endeffekt war dann der Angriff einfach nicht so gut, aber er hat ja auch nur 3 Mana, das heißt, wir binden ihn ja in der Sache. Und jetzt greifen beide an? Wenn jetzt beide angreifen, machen wir halt immerhin 4 Schaden. Wir können auch einfach nur den Wolf angreifen lassen. Was der Vorteil ist, wenn der Wolf angreift, können wir diesmal wirklich das benutzen. Wenn der Storm angreift, müssten wir wieder was spielen. Wir könnten halt diesmal Bored Hostility und Mischief spielen. Allerdings würde ich unseren. Nee. Ich würde ihn schon gern behalten. Nein, dann greifen nur mit dem Wolf an. Ist es gefährlich, wenn er die beiden behält, weil er irgendwas opfern wird? Weiß ich nicht. Wir können auch den plus 3 plus 0 geben und dann das, dann tauschen wir 2 zu 2. Verlieren den. Nee, den wollen wir echt nicht verlieren. Ja. Und so holen wir uns halt den Tuch voran, weil er wird relativ sicher doppelt bauen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht haben wir letzte Runde ein bisschen zu lange überlegt. Schon möglich. So, jetzt können wir uns das Land abholen. Oder auch nicht. Oh, aber die Alliance nehmen wir auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann können wir leider nichts mehr tun. Wir haben echt eine Menge Spells. Also, wenn wir zu dem Rise from the Tides kommen, haben wir schon 6 Zombies. Aber sagen wir mal, das Spreading Flames müssten wir irgendwie vorher hinkriegen. Aber sobald wir ein Land ziehen, können wir den Typen umdrehen. Und dann gibt es zumindest mehr Mana. Was cool ist, ich meine, wir legen ihn, wir drehen ihn um, dann greifen wir an. Drag Under. Okay, das ist fair.
Er hat auch so ein bisschen Probleme, Länder zu finden. Oh yes. Da wollen wir doch zuerst den spielen, oder? Das war fast schon letal, letzte Runde. Also, die Border Distillery, die Estility macht ja schon 7. Und dann können wir noch eins davon spielen. Also, wenn der nicht gebounced wird. Sieht doch cool aus. Auch so blau und rot, dass man erkennt, dass sie blau und rot sind. Great. Was wird der entfernt? Kein Respekt vor dem Geist. Achso. Ja, das war natürlich gar nicht so schlecht. Das ist echt traurig. Vielleicht, dass der Clearshot auch noch Plus gegeben hat. Na, jetzt kommt er aus dem Mana-Loch raus, wo wir noch drin stecken. Hey! What? Da hast du wohl F6. Ich habe gar nichts gedrückt auf dieser Tastatur. Niemals irgendwas? Niemals irgendwas. Ich hatte meinen Finger nicht mal an der Tastatur. Oh, komm. So. Müssen wir den irgendwie drauflegen? Nicht so geil. Ja, er hatte ganz schöne Sachen auf der Hand. Ich meine, die Hand sah erst so also ein bisschen dörrl, aber das vierte Land hat ihn ganz schön explodieren lassen. Ja. Wir hatten leider das eine fünfte Land nicht. Wo wir auch zumindest ein paar Lux hatten. Jetzt sind die Spells natürlich alle weniger cool. Müssen wir irgendwie hoffen, dass wir auf Spreading Flames kommen. Was machen wir? Wir könnten jetzt einschießen und nochmal ein. Das wäre aber besser, wenn wir die zusammen machen können. Weil dann könnte man zumindest 2 Kreaturen abstellen. Da liegen auch leider 7 Schaden. Das heißt, da können wir nicht viel dran machen. Das heißt, wir müssen schon irgendwas abräumen. Das heißt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir können auch leider nicht blocken. Ich ziehe erstmal eine Karte. Nee, ich glaube, wir müssen den abräumen. Also mit dem und dann 2 Damage. Dann können wir den anderen versuchen zu blocken. Er kann halt den Ace spielen. Was sollen wir machen? Aber wenn er den Ace spielt, dann gehen wir jetzt auf 2. Wenn wir ihn anziehen, können wir die anderen beiden abräumen. Kriegen wir noch 2. Ja, das reicht leider nicht. Ein Kapazin kommt nirgendwo hin. Gesundheit. Ja, hätten wir nicht einfach den 3-2er abhauen können? Wenn wir wissen, dass er den Elch hat? Und nicht 2 Karten ausgeben, um 2-3er abzuräumen? Macht er halt. Ja, aber das macht ja genau das gleiche. Dann kriegen wir 4, gehen auf 3 und haben wir jetzt auf dem Board. So haben wir die Chance, dass wenn der Elch nicht kommt. Also andersrum gibt es, glaube ich, keinen Weg. Aber so, wenn wir jetzt blocken können, um den zu zerstören, dann geht's vielleicht noch. Wir können ja auch nichts anderes ziehen. Wenn wir für 2 Mana was ziehen, müssen wir trotzdem den abräumen. Es ist halt schade, dass wir das nicht für den echt benutzen könnten. Das war echt zu Weil dann wäre es zumindest alles besser gewesen. Und jetzt können wir nur die beiden abschießen. Oder die beiden. Die kommen mit ins Spiel. Na gut. Wenn wir den Elch wegkriegen, können wir nächste Runde das auf den 2-3er machen. Ja, das wäre alles viel besser gewesen. Ich glaube, wir wollen einen von denen
Könnte schon erwarten, dass irgendwo ein paar Inverter dahinter stecken. Und diese ganzen 2-3er sind relativ schlecht gegen zumindest den da. Turn is side. Ich glaube, wir können so. Und jetzt den da raus? Wir hassen 2 raus. Let's list on the play. Ja, gefällt mir auch nicht. Gegen die ganzen 2-3er, die da geboten wurden. Okay. Und Genocide ist, glaube ich, eine gute Karte gegen seine Fight Spells und so. Ich glaube, Genocide ist eine Karte, die in unserem Deck nichts zu suchen hat. Wenn wir irgendwie 8 Kreaturen haben. Na, wir wollen ja schon Sachen beschützen. Ja, wir müssen einfach genau solche Hände haben. Also gut, ja. Das ist ein Weaver of Lightning. Genocide wird schon ganz gut. Wir muss abwerfen. Das Genocide. ja, also das wird ganz gut, habe ich gehört. Muss ja nicht immer gut sein. So sieht es eigentlich ganz fair aus. Jetzt muss so ein 2-3er kommen. Dann, okay. Nehmen wir dann den? Wir legen immer die bessere Kreatur zuerst. Was ist denn die bessere Kreatur? Aber den besseren heißt ja nicht. Der macht einfach mehr Schaden. Mhm. Weil er besser ist. Okay. Was ist besser? Ball Lightning oder Tamogolf? Ball Lightning natürlich, die macht mir Schaden. Okay, no further questions. So, du machst nichts. Wir erwarten den Block, ne? Was wollen wir da spielen? Wahrscheinlich die Hostility. Können wir nicht einfach erstmal den Viva spielen, um aus dem was rauszuholen, wenn wir schon so viele Spells machen möchten? Ja, aber wir wollen ja. Du willst. Ja, weiß nicht. Du musst es hier nicht Aggro-Forcen und First Strike geben, um den 3-2 wegzumachen. Willst du einfach gar nichts machen? Nee, ich würde den Viva legen. Ganz entspannt. Und Blaues offen halten. Blau, ja. Fürs Minus. Mhm. Okay. Ja. Ist halt schade. Vor allem, wenn jetzt ein großer Emerger kommt. Wir wissen, dass es den Hexproof Emerger gibt, der 5-7 ist. Das ist, glaube ich, der einzige, den wir gesehen haben, neben den klammernden grünen 1-1 Dudes. Was wäre der andere Plan gewesen, wo das nicht schade gewesen wäre? Ja, man hätte halt angreifen können, beschützt die Wölfe und legt halt den Scarab. Dann haben wir immer noch nächste Runde 2 dicke Kreaturen, die angreifen können. Oder dicke. Können wir halt das spielen und das. Was 2 Spells sind. Ist halt viel aggressiver. Vor allem, wie man hier gehen will. Weaver macht erstmal gar nichts. Vor allen Dingen, wenn jetzt der Elch kommt. Oder wenn der Elch, können wir zumindest abstellen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Aber jetzt können wir den da. Abschießen. Mit dem Wolf angreifen. Mhm. Das gefällt mir ganz gut. Das würde nicht funktionieren gegen den Wolf. Also mit dem Elch. So, Insel ist schön. Dann haben wir auch noch die Hostility, die man später sehr gut benutzen kann. Wenn wir noch 2 Länder ziehen, haben wir die Sweating Flames. Ich glaube, das sieht okay aus. Schlimm wäre es, wenn er jetzt diesen Ace irgendwie benutzt, um irgendwas zu emergen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, er sollte schon 1-2 Emerger im Deck haben, ne? Das Schöne an dem Hostility plus Wolf ist, dass es genau 7 Schaden sind. Das heißt, das würde diesen Typen abräumen. Ja.
Wenn der Blob blockt, machen wir dann irgendwas? Wir müssen eigentlich schon das Spiel, ne? Ja. Also. Liegen lassen wollen wir den auch nicht. Wir haben halt mehr, wir könnten den kicken, wenn wir mehr Mana haben. Ich meine, wie ihr alles ist, wenn wir den Skarb legen, können wir auch immer noch spielen. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist akzeptabel. Der ist auch akzeptabel. Ich meine, auch ein Skarb. Und im Moment hat unser Gegner auch nur einen Kartentypen im Angriff. Ja, da hätte ich gruselige Sachen erwartet in seinem Deck. Ja, wer weiß, was er noch zu bieten hat hier. Oder sagen wir mal auf seiner 5-Karten-Hand, die er letzte Runde hatte. Gone Missing. Legt sich noch oben drauf. Können diesen Blob oben drauf legen. Das ist ganz cool. Lassen wir uns ein rotes offen? Eigentlich nicht. Dann wird der 3-4, stirbt immer noch nicht an denen. Dann können wir zwar einen Schaden pingen, aber der macht nichts. Right? Ja. Wir können ja noch einen auf den legen. Okay, unser Gegner hat offensichtlich keine Lust. Also unser Gegner wird schon Land auf der Hand haben. Wenn da nichts kommt. Jetzt können wir 4 machen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann muss er den Block wieder ausspielen. Haben wir das gleiche nächste Runde. Und wenn wir nächste Runde ein Land ziehen, können wir mit dem angreifen. Dann wird er vielleicht irgendwie geblockt und dann so ziemlich alles abholen. Das ist bei dem Flames sonst ja sogar 7. Ach, Chandra. Hat eigentlich jeder Planeswalker so eine coole Karte bekommen? In diesem Set glaube ich nicht. Weil das ist ja so offensichtlicherweise Chandras Karte. Ja, aber auch vorher, ich glaube, die kommen überall alle mal vor. Die ganze Crew. Das ist auch lustig, gleich zu opfern, oder? Ja. Just to win Fortune Saver. Na gut. Mal gucken, wie jetzt geblockt wird, aber ein Doppelblock dürfte eigentlich dafür sorgen, dass alles stirbt. Also der einzige Block, der möglich wäre, wären ja die beiden. Mhm. Und dann könnten wir einfach das benutzen. Und wenn nicht, pumpen wir einfach für 2 ja, und benutzen den Clou. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und weißt du, was jetzt schon hot ist, wenn wir es ziehen? Ja. Rise from the Tides, exakt. Wow. Okay. Was ist dein Blocker? Wie groß wird der denn? Wir haben 3, 4, 7, 8 Schaden. Sehe ich das richtig? Mhm. Okay. Also 8 Schaden ist für nichts gut genug. Leider nicht. Aber sterben tut ja auch nichts. Ja, ein Tour voran ist ein Tour voran. Und wir können auch nicht. Wir könnten theoretisch nur First Strike geben. Ist das nicht gut genug? Wenn wir nur First Strike geben. Mhm. Dann wird der 4-5. Ja. Durch den Ping haben wir 5 Schaden. Wenn wir einmal pumpen, haben wir 6 Schaden, räumen die beiden ab und können noch den Clou sacken. Das ist fantastisch. Und wir wissen ja, dass unser Gegner nichts auf der Hand hat. Und hat den gleichen Effekt, nur dass wir noch 2 Mana haben. Beste, okay. Oh, das ist gut, dass jetzt kein Delirium mehr da ist.
sehen wir. Aha, Behemoth und Lurker. Mhm. Da lässt er sich nicht lumpen. Tja, was nimmt man da? Den Behemoth kann man spielen. Wahrscheinlich nimmt man den. Kann man den Hirsch da rein umfangen? Und sich Clear Shot wieder? Nee, das ist nicht der. Das ist der Hexproof-Mann. Ah. Aber er hat den Lurker genommen? Okay. Naja, klar, also. Warum sollte man nicht den machen, der Kampfvorteil macht? Na, der andere ist halt nicht so einfach. Den können wir jetzt wegmachen. Easy. Was wird hier getan? Wird wahrscheinlich der Scarab. Opfer mir den Clou davor oder danach? Das ist völlig egal. Okay. Schade. Interessant ist, ob wir erst den spielen. Und dann die Spreading Flames. Wäre richtig schlecht, wenn unser Gegner was zieht. Ein Pump-Spell oder ein Counter-Spell oder so. Ich glaube, wir wollen erst die Flames machen. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Dann können wir auch gleich noch angreifen. Mächtige 2, ne? Ja, besser als nichts. Besser als nichts. Und der Gegner hat auf jeden Fall schon mal 3 gute Karten verloren. Das ist eigentlich auch ganz cool. Paying Cost. Ja. Wir nehmen die Insel. Jetzt haben wir noch 14, ne, wir haben noch 15 Karten im Deck. Und 1, 2, 3, 6, 11, 6 Länder. Eigentlich ein gutes Verhältnis. Wir machen noch eine Forge des Favors raus. Identity Thief. Okay. Kann er den Token wegnehmen? Nee. Non-Token, ja. Da war es nur noch 5. Das heißt, wir greifen nur mit dem an. Sich für uns mit Ländern zu leben? Wahrscheinlich nicht. Haben wir noch Stormending Voice? Nee. Wenn er jetzt den nimmt, also hätten wir mit allem angegriffen, hätte er einfach den nehmen können. So muss er den exilen, ansonsten blocken wir einfach mit dem. Und dann gibt es auch nur einen Schaden. Ja. Agreed. Unser Gegner muss noch eine Menge Inseln im Deck haben. Eine Insel, 2 Inseln. Hm. Ich glaube, jetzt hat er eine gezogen. Nein. Kultist. Leider nicht. Ich würde mich nicht über das Mind Stimulation beschweren. Delation. Ruhe. Oh. Über das beschwere ich mich auch nicht. Kann man aber mal stoppen, ne? Ja, es ist egal, wahrscheinlich. Naja. Is it though? Dürfte eigentlich egal sein. Du meinst, wenn wir mit dem allen angreifen können, mit denen greifen wir sowieso nicht an. Nicht? Da ist okay. Also, ja, man kann theoretisch auf den schießen. Oh. Ich glaube, er kriegt hier einfach seinen Schaden. Achso, ja. Ich hab ihn jetzt gezogen. Nevermind. Alles okay. 9 Zombies. Uiuiui. Wenn unser Gegner so wenig Leben hat und wir mit dem angreifen, muss der den blocken, ne? Weil andererseits unser Gegner tot ist. Deswegen ist, glaube ich, der Angriff bei allen besser. Hat er auch so wenig Leben. Weil er ist auf 5. 7. Das heißt, der geht auf 5 durch die beiden Kreaturen und der macht alleine schon 5. Ja, also ich hätte auch mit einem Angriff und den Typen gepinkt. Warum auch nicht? Ja. Stimmt. Okay, cool.
Frage ist, brauchen wir jetzt noch mehr 2 Drops? Wir haben nichts gesehen, was wofür sie gut wären, oder? Kleiner Zeit brauchst du nicht, oder? Aber was sollen wir sonst nehmen? Keine Ahnung. Irgendwas. Die beiden 2 Drops sind lächerlich. Er spielt 2 Dreier. Da können wir eh nichts gegen tun. Das Einzige, was okay wäre, vielleicht der Killer, aber... Ja, spiel auch den. Turnicide ist okay. Er hat Drag Under und 2 Fight Spells. Na gut. Großes Pech. Großes Pech. Okay. Also, falls ihr jetzt die Möglichkeit hattet, vor 20 Sekunden mal im Mikrofon Kopfhörer auszuschalten, das wird laufen. Okay, das geht. Das geht, das geht. So. Können wir Ezreal spielen, dann Wolves. Und haben ein paar Tricks in unserem Ärmel. Und hoffen, dass das reicht. Blobby. Jetzt im Lager wäre ganz schön fies. Na gut, dann greift er einmal an. Der Lager? Du meinst wegen. Ja, wegen Reduce. Okay, das ist eigentlich ganz fair. Was machen wir hier? Ja, Geist-Aggro, oder? Greifen wir mit dem Wolf an? Ja, du tauschst den Wolf gegen den Nummer 2. Was er in jedem Fall machen wird. Theoretisch könnten wir halt auch den 3-2er bouncen. Geist wäre echt schade, wenn er einfach so gebounced wird. Oder gefightet. Müssen wir dann hoffen, dass das passiert? Dass er einfach da bleibt. Wenn er da bleibt, ist natürlich krass. Aber jetzt mit dem Angriff haben wir wahrscheinlich auch nicht viel mehr Möglichkeiten. Na gut. One ja, time. Wir halt auch den 3-2 mit bouncen können, aber das soll schon passieren. Hirsch? Weißt du, es gibt Hirsch, Lager, Doppelfight, Drag Under. Das sind halt Drag Under bringt uns jetzt nicht um, dann spielen wir dann nochmal raus. Naja, Drag Under wäre schon ätzend. Schon unangenehm viel. Wenn wir den bouncen, haben wir aber auch nicht viel Play. Es wäre schöner, wenn wir 2 Inseln gehabt hätten, weil dann könnte man zumindest noch die Wessel opfern. Wahrscheinlich müssen wir so einfach hoffen, dass es funktioniert. Wenn der da bleibt, ist schon ganz cool. Ja, das ist schon, wir setzen schon sehr viel Hoffnung und Vertrauen in diesen Geist. Ja, die Frage ist, wie sieht es anders aus? Ja, wir hätten gerade dem Wolf einfach First Strike geben können, aber... Ja, aber selbst das macht nicht viel. Das macht ja auch diesen Geist nur schlechter. Und das ist schon richtig, wenn er liegen bleibt, geht es eigentlich echt gut. Oh, der ist auch wertlos. Dieser Thief muss eigentlich schon gehen, oder? Muss er, ja. Na, der kopiert halt den. Dann macht er so 3-2er. Er greift zwar selbst nicht an. Na gut, andererseits, wenn wir den legen, können wir auch einfach blocken. Aber dann greifen wir nicht an. Aber wahrscheinlich nicht. Es ist echt schade, dass wir nicht so viel Raum haben. Wir könnten noch nichts tun und Fortune's Favor spielen. 2 Inseln wären auch so viel besser. Dann könnte man zumindest 2 Sachen machen. Aber warum spielst du nicht Fortune's Favor und gehst rein? Sind wir nicht immer schneller? Schneller? Ich glaube, unser Gegner wird schon den Hirsch haben und keinen Grün. Möglich. Oh, er kann auch Hirsch spielen und den Hirsch exilen.
Es klingt schon so, als ob wir Just the Wind irgendwie offen haben wollen. Aber haben wir dafür eine Chance? Wir können halt Fortune's Favor machen. Wir können auch nichts machen und einfach Go sagen. Was passiert dann? Dann wird im Angriff der Geist exiled. Nee, greift mit 2, 3, 3. Ah, nee, geht ja nicht. Bitte? Naja, greift halt nur so an. Dann gehen wir auf 10, können Fortune's Favor spielen. Und zumindest ein bisschen was ziehen. Wir können auch einfach Scarb spielen und blocken. Zumindest androhen. Ich glaube, das muss es sein. Ja, dann exalt er den Scarb. Passiert. Dann haben wir zumindest ein besseres Board danach. Wir können ja auch immer noch mit dem Geist blocken. Den First Strike geben, ne? Genau. Ja, ist vielleicht nicht so verkehrt. Ist halt die Frage, was wir da für Tricks entgegenbekommen. Unser Gegner hat auf jeden Fall kein Land in der Hand. Ist schon mal nicht so angenehm. Jetzt nehmen wir doch einfach beide weg, oder? Ist das nicht okay, wenn wir das so machen? Ja, denke ich auch. Sollte gehen, oder? Das Schlimmste, was dann passieren würde, wenn er Clear Shot macht, dann kann er den abräumen und der ist dann eins größer. Aber Clear Shot hätte er, glaube ich, gespielt, als er den hatte. Oder? Er hätte doch direkt den abgeräumt. Glaube ich auch. Ich glaube, das hat gute Chancen, irgendwas zu machen. Und ohne Clear Shot. Achso, warte mal. Ah doch, wir müssen ja den größer machen. Ah nee, warte mal. Wir können ja auch einfach dem plus 3 bis 0 geben. Ja, vielleicht am safesten, ne? Ich wollte gerade dem irgendwas machen, aber der wird ja automatisch größer. Ja. Ja, wenn wir dann Land ziehen, können wir zumindest mit dem Reduced to Ashes ziemlich gut aufholen. Das beschützt sogar gegen dieses plus 3 bis 3 Hexproof-Ding, zumindest auf der Seite. Da ist sogar Clear Shot. Geil. Ja gut, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel. Bis auf, dass wir jetzt den reducen müssen. Naja, meist die Legend ist nicht mehr fern. Aber die muss ja entweder genau jetzt gezogen haben, oder? Ansonsten war es nicht sehr gut. Kann mir nicht vorstellen, dass man den Geist leben lassen will. Das ist natürlich gut. Der Faule. Können wir nur hoffen, dass jetzt kein großer gezeigt wird. Ja, kultische Sphäre. Kriegen wir 3. Gone Missing. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Forschungsfaber spielen. Spreading Flames. Na gut, Konvolut offen halten. Na gut, ist nicht so geil, wenn wir weit hinten liegen. Ja, aber dann, wie gesagt, spielen wir halt Fortune's Favor. Sind wir auf 7. Bringt uns auch nicht weiter voran. Wir müssen ja schon irgendwas finden, was macht. Und ja, aber mit Fortune's Favor finden wir doch was, oder? Mal gucken.
Und der Gegner lebt ja auch mindestens noch derzeit 2 nach. Und wir gehen ja schon auf 7. Wir müssen hoffen, dass wir. Aber wir brauchen halt Land und irgendwas wahrscheinlich. Wessel. Also den Token können wir einfach bouncen. Klar, wenn wir noch Mana haben. Aber unsere Sachen sind ja auch nicht so super cheap. Was haben wir denn noch? Wir haben den 1-4er, der wäre irgendwie gut. Obwohl die Wessel. Ja, der 1-4er und Land wäre echt perfekt. Weil wenn die Wessel nämlich den Demerger findet, könnten wir den auch konvoluten. Turn is Sight und Kult ist. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nein. Conduit, ja, der ist auch fair. Ja, schon lange stabilisiert. Ja, stabilisiert, ja. Na, wenn der Horror angreift, werden wir wahrscheinlich bouncen. Ja, klar. Und wenn das passiert, kannst du den Counter. Okay. Blocken wir jetzt den 3-2er? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben ja Gone Missing und Just Do. Ja. Das heißt, wir. Oh, was machen wir denn dann? Legen wir da was drauf? Legen wir den Horror oben drauf? Also entfernen den Horror? Wahrscheinlich der Horror ist besser für den Just the Wind. Ja. Das heißt, wir legen den Kultist oben drauf. Und hoffen, dass unser Gegner einfach keine gute Karte mehr zieht. Klingt nicht so absurd. Wessel. Das ist so ein Lurker. Das ist nicht so gut. Da ist so ein Lurker. Den können wir nicht blocken, ne? Wenn wir den blocken, gibt es immerhin kein Lurker-Target. Aber dann haben wir auch nichts für Just the Wind. Wenn wir ihn blocken, haben wir zumindest noch das Out, irgendwas zu ziehen. Ich glaube, wir müssen den blocken. Weil wenn wir nicht blocken, gehen wir auf 4. Und dann wird der nächste Runde sowieso draufgelegt. Ja, das stimmt. Den Blöcker, wenn man das richtig. Hat der, sagt der permanent? Ah, okay, schade. Das heißt, wir legen jetzt den da oben drauf. Eigentlich müssen wir das Rise ziehen. Das wäre echt gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit dem Just Event 9. Dann können wir den Lurker bouncen und hätten 9 Tokens. Wenn unser Gegner den Lurker jetzt nicht spielt, sondern nur den kleinen. Eigentlich müsste er den Lurker spielen vielleicht, um mehr Druck aufzubauen. Interessant. Weil der Kleine gibt uns auf jeden Fall auch noch eine Runde Zeit. Bisschen schade, dass das Mindsetter-Technik nichts macht, weil das einfach wiederum draufgelegt wird. Obwohl, wir kriegen dann einen Trigger raus. Funny. Wir haben noch nichts mehr, was wirklich Karten ziehen, ne? Aber wir haben noch das andere. Wollt ihr nicht den Lurker spielen? Na, der Lurker macht halt, wie gesagt, nichts. Und das sind ja auch 4 Schaden. Den Outcast zu spielen macht gar nichts, ne? Weil er ihn einfach oben drauf legt. Ja. Wir müssen schon das Rise finden. Wenn wir das Rise finden, können wir Land und Rise spielen, kriegen nächste Runde 4 Schaden, 5, wenn was geopfert wird. Und gehen auf 1. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Wir könnten auch das und Just the Wind abwerfen. Ja. Aber dann haben wir auch nicht mehr Mana. Was haben wir halt denn davon? Dann haben wir 5 Mana, bouncen den, können noch den spielen, dann wird der geopfert,
Der geht oben drauf, wir gehen auf 4. Unser Gegner hat. Na gut, vielleicht wird der geopfert, dann gibt es noch 3-2er mehr. Dann hat unser Gegner 8 Power. Wir haben 3 Karten, aber die Zombies können halt alle intakt ins Spiel. So haben wir auch noch die Chance, immer was zu bouncen. Ich glaube, wir müssen. Brauchen wir irgendwo für das ganze Blau? Brauchen wir nicht das ganze Rot? Lieber auf Lightning. Also theoretisch könnten wir den spielen, den bouncen und den kaputt machen. Klingt doch fair, oder? Das Problem ist, dass wir dann gegen den Lurker sowieso tot sind. Weil der geht oben drauf. Also können wir den blocken. Wir ziehen ja dann den nach, das macht halt gar nichts. Was wir machen. Na, müsste irgendwie den Lurker bouncen, aber das ist ja auch scheiße. Na, aber dann ziehen wir ja den Weaver nach. Das ist ja immer das Gleiche. Ja, ist immer das Gleiche. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können den bouncen. Und. Keine Ahnung. Also, eine Kreatur spielen ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Weil die ziehen wir ja auch einfach nach und wir. Können ja nicht irgendwas nachziehen, was schlecht ist. Tja, ich wüsste auch nicht, was jetzt noch helfen würde. Die Removal sind alle hier. Der Bounce Spell ist da. Den 2-3er spielt. Ja, wenn wir eine Kreatur nachziehen, vielleicht, weil dann können wir 2 Kreaturen legen. Wir haben auch keinen. Ja, keine Ahnung. Also, der Chandra-Spell hilft uns doch ein Stück, oder? Der hier? Oh, der ist da. Der ist hier. Na gut, Mountain hilft auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube. Schade. Arise hätte es auf jeden Fall getan, irgendwann vorher. Das mit dem. Mit dem Clearshot war halt ugly. Ansonsten ging das eigentlich ganz gut. Ja, mein Installation hat mir gefallen. No! Na, ansonsten hatten wir nicht viel. Spontaneous Mutation, Nagging Thoughts. Also, wenn ich nochmal irgendwann ein Turnier spielen würde, würde ich, glaube ich, die Karte nicht anfassen, weil die macht wirklich nichts. Meinst du die Lösung? Ja, ist halt witzig. Also, aber es ist schon eine 7-Mana-Duo, sehr, sehr wenig Karte. Also, wenn du ein wirklich defensives Deck hast, ist sie, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil du. Es ist halt deine Win-Option. Und der Gegner kann auch nichts wirklich dagegen tun. Also, in so einem typischen. Ja. Ja, klar, wenn du das Hardcore-Kontrolldeck bist, ja. Es ist halt schwierig, das Deck aufzubauen. Das Format gibt dir schon Zeit. Und. Ja, gut, aber die Leute machen alle sehr, sehr starke Sachen. Und das ist nicht unbedingt Glash with Lurker. Vielleicht braucht man ein bisschen besseres Boardclear. Aber so viel Boardclear gibt es auch gar nicht. Ne? Du brauchst mehr Zorn an deinem Deck. Ja. Alright. Na, aber ich kann schicken. Vielleicht haben wir das erste Spiel, das mit dem war halt kacke. Dann wäre vielleicht sogar noch was Spannendes. Achso, schön. Bye, bye. Danke fürs Zuschauen. Achso, wir sehen uns in 2 Wochen. Wir machen jetzt eine Woche Pause. Ja, wir haben genug von dem ganzen Quatsch. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt es in die Comments, da gehört es mal hin. Ansonsten, bemühen wir uns. Ja, wenn ihr
ganz, ganz unbedingt Flashback-Draft sehen wollt, müsst ihr das auch unbedingt schreiben. Weil, wenn ihr das befiehlt, müssen wir es natürlich machen. Wir sind natürlich auch immer ein bisschen daran gebunden, was die Webseitenbetreiber und Sponsoren für Interessen haben, aber generell draften natürlich auch gerne Flashback-Drafts und andere Sachen. Also ich persönlich sogar viel lieber. Soll ich der Konflikt zwischen das ist dann aktuell mit gedraftet und das andere gucken sich vielleicht mehr Leute an. In letzter Zeit haben sich ein bisschen weniger Leute das anguckt, weil je länger ein Format geht, desto unspannender wird es natürlich auch. Ja, geht ja jedem so, selbst uns. Naja. Bye. Tschüss.